April 2015. Ich sitze in einem grossen Vortragssaal und mich kommen 300-400 Leute. Es ist laut, es wird geschwätzt. Doch der Pegel senkt sich langsam, wo man in der ersten Reihe jemanden sieht, aufstehen und langsam auf die Bühne führen laufen. Der Herr im Anzug schaltet zuerst mal PowerPoint ein und stellt sich dann vor die Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem heutigen Vortrag. Ich bin ja heute hier, unser Unternehmen vorzustellen, und unser Unternehmen, das produziert Heizkörper. Ist jetzt nicht gerade der Moment, wo die Leute aufspringen vom Sitz und sagen, wow, Heizkörper, geil! Ist mir nicht anders gegangen. Ich bin so ein bisschen im Sitz zurückgelehnt und dachte, okay, sind wir mal gespannt, was kommt. Ich weiss, der ist 45 Minuten dran. Erzählt jetzt über Heizkörper. Er schaltet dann auf seine erste Folie. Und du musst wissen, ich bin so hinter ein Drittel gesessen und schaue führen. Und jetzt unten rechts hat's eine kleine Zahl gehabt. Die ein oder andere von euch kennen vielleicht die Zahl auf dieser PowerPoint. Dort ist gestanden 1 von 68. Ja, da ist der Moment, dass du einfach nur noch raus willst. Aber ja, dann denkst du halt einfach, okay, also Heizkörper 45 Minuten lang, 68 Folien. Ich bin gespannt. Und ich kann auch sagen, ich war überrascht, was nachher gekommen ist. Aber nicht im positiven Sinn. Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir einen Heizkörper. Dieser Heizkörper wurde von uns produziert. Hier haben wir einen weiteren Heizkörper. Dieser Heizkörper, der wurde ebenfalls von uns produziert. Und hier haben wir noch einen weiteren Heizkörper. Dieser Heizkörper, der ist speziell, denn der ist in die Wand integriert. Und hier haben wir noch einen Heizkörper. Und dieser Heizkörper, der ist als Gemälde getarnt. Hey, 68 Folien lang Heizkörper zeigen. Da musst du mutig sein. Die Leute sind tatsächlich reihenweise aus dem Saal rausgelaufen. Und ich habe bei mir gedacht, also, ich muss jetzt sitzen bleiben und schauen, ob der da 45 Minuten lang über 68 Folien lang durchzieht. Und er hat eisern bis zum Schluss. Und ich mache jetzt hier eine kleine Randnotiz, weil es gibt Zeiten, wo ich diesen Vortrag gehalten habe, wo die Leute nachher zu mir kommen und gesagt haben, also, ich muss schon sagen, die Geschichte am Anfang, das wäre ja schon schlimm, wenn die echt gewesen wäre. Die ist so passiert, und zwar 1:1. Ich bin dort drin gesessen und ich bin wirklich regelrecht wütig geworden. Ich habe gesagt, das kann es doch jetzt nicht sein. Ich zahle Geld, ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit, ich zahle mit meiner Lebenszeit. Für das? Für das, dass ich genauso wenig inspiriert aus dem Raum rauslaufe, wie dass ich reingekommen bin. Und es hat bei mir blankes Unverständnis ausgelöst. Weil es ist kein Einzelfall. Es ist sehr ein krasses Beispiel. Aber es gibt viele solche Vorträge, die gehalten werden. Und das kann es für mich nicht sein, dass Unternehmen jährlich Millionen in ihr Marketing und ihre Werbung pumpen. Und wenn sie dann die Möglichkeit haben, auf einen Schlag 300-500 Leute potenzielle Kunden zu erreichen, dann liefern sie so eine Performance ab. Und es hat bei mir dort mal etwas ausgelöst, und das ist wahrscheinlich mitunter auch ein Grund, warum ich heute vor euch stehe. Aber ganz ehrlich, vielleicht geht es ja nur mir so. Wie ist denn für dich? Bist du schon mal in einem Meeting oder in einem Vortrag gesessen, wo dann die Dame dort vorne oder der Herr dort vorne hat angefangen zu reden? Und irgendwann hast du den neben dir mal angestupft und gesagt, du, wie lange geht es? Stunde. Dann fängt es an und dann denkst du, ja, eine Stunde, das wird ja vorbeigehen, oder? Dann irgendwann schaust du drauf und sagst, erst 10 Minuten vorbei. Hey. Und irgendwann fängst du auch auf dem Sitz umeinander rutschen und irgendwann hast du das Gefühl, die Zeit, die bleibt jetzt denn gerade stehen. Wie viele von euch kennen das Gefühl? Vielen Dank. Da bin ich extrem froh, dass es nicht nur mir so geht. Aber ganz ehrlich, früher oder später ist jeder von uns ja mal in einer anderen Situation. In der Situation, dass wir etwas präsentieren müssen. Dass wir ein Publikum von unserer Idee oder sogar unserer Vision überzeugen müssen. Und ich will das mit keinem Wort verurteilen, aber das, was in dem Moment passiert, was verständlich ist, man greift auf die altbekannten Muster zurück.
Man macht so, wie es alle anderen machen. Und mein Ziel ist, dass wir heute miteinander mit diesen Mustern brechen können. Dass wir es anschauen, wie es anders geht. Wie es auch so viel einfacher geht. Wie dass du die Leute zum Zuhören kriegst. Und darum meine Frage jetzt an dich ist, wer von euch wird in den nächsten paar Minuten ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg bekommen, wie dass du deine Leute zum Zuhören kriegst. Vielen Dank. Ich bin extrem froh, weil sonst hätte ich wieder nach Hause gehen und ich bin schon raus und jetzt mit dem Verkehr wäre echt mega scheiße. Also darum bin ich froh, dass ich noch ein bisschen da oben bleibe. Und jetzt gibt es zwei Sachen, die mir wichtig sind, bevor wir voll in die Materie starten. Das erste ist zu mir persönlich. Ich bin sehr ein direkter Mensch. Und ich werde in der nächsten halben Stunde Sachen ziemlich klipp und klar und direkt ansprechen. Da geht es mir nicht darum, um irgendjemanden vor den Kopf zu stossen oder irgendjemanden zu brüskieren. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, nur wenn wir Sachen direkt ansprechen, haben wir auch die Möglichkeit, nachhaltig etwas zu verändern in diesem Thema. Und das Zweite, das ist eine Regel. In meinen Trainings und Coachings schaffe ich so gut wie nie mit Regeln. Weil Regeln haben immer zur Folge, dass Leute nicht mehr authentisch sind, sobald sie vor Leuten reden. Aber eine Regel gibt es bei mir und die steht für mich so über allem. Und die stammt auch nicht von mir, sondern die stammt von einem ehemaligen Dozent von mir. Und der hat mal zu mir gesagt, Christian, wenn du vor Leuten redest, geht es nie um dich, sondern immer ums Publikum. Und ich habe mal in meiner damaligen Arroganz gedacht, Logo, Alter, logisch geht es ums Publikum. Was hast du das Gefühl? Oder? Ich meine, ich stehe ja da vorne und die sollen ja etwas lernen. Und, ich habe das dort mal vollkommen falsch verstanden. Ich sage jetzt mal, ich masse mir heute an, sehr genau zu wissen, was mit dieser Regel gemeint ist. Und mein Ziel ist, dass nach dieser halben Stunde jeder von euch ebenfalls genau weiss, was mit dieser Regel gemeint ist. Es geht nie um den Sprecher, sondern immer ums Publikum. Weil an dieser Regel kann man alles, was freies Sprechen, was Präsentation, was Public Speaking angeht, daran aufhängen. Man kann definieren, wer ein guter Sprecher ist, wer ein schlechter Sprecher ist. Man kann reflektieren, ist das eine gute Präsentation von mir gewesen oder hat das Verbesserungspotenzial? Es geht nie um den Sprecher, sondern immer ums Publikum. Gut. Legen wir los. Wie viele von euch haben denn früher noch gerne Geschichten gehört? Doch schon, hä? Ist mir nicht anders gegangen. Ich weiss noch, in meinem Elternhaus haben wir so Kartonschachteln mit Kassetten, so Globi, Kasperli, was weiss ich. Meine Geschwister und ich haben die auf und ab gehört, bis zum geht nicht mehr. Wir können auswendig mitreden. Aber für mich persönlich hat es ein Highlight gegeben. Und das ist, wenn meine Mutter mir aus ihrem Gebrüder Grimm Märlebuch eine Geschichte erzählt hat. Und ab und zu ist meine Mutter herangesessen und hat so das grosse grüne Buch aus dem Gestell rausgenommen und ist herangesessen und hat angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Du musst jetzt wissen, meine Mutter, gelernte Kindergärtnerin, die hätten das richtig gut können. Ich als kleiner Bub war vorne dran gehockt und grosse Augen gemacht und meine Mutter hat mich in eine komplett andere Welt mitgenommen. In der Welt, wo Unmögliches plötzlich möglich geworden ist. In eine fremde Welt, die ich mit ihr und ihrer Fantasie entdecken konnte. Das war für mich das Grösste. Wie ist denn heute? Heute konsumieren wir wahrscheinlich oder die wenigsten von euch Märchen aus dem Märchenbuch. Aber ich behaupte, wir alle konsumieren Geschichten und zwar tagtäglich. Das Medium hat sich noch geändert. Wir konsumieren Geschichten über Handy, Smartphone, über Notebook, Fernsehen und so weiter. Und ich glaube, euch geht es nicht viel anders als mir. Wenn ich heimkomme und einen strengen Tag habe oder so, dann komme ich heim, schalte zuerst mal Netflix ein. Schau irgendeine Serie, schau irgendeinen Film. Und es ist auch mal spannend zu überlegen, wann schaue ich denn einen Film? Oder wann schaue ich eine Serie? Wann empfinde ich das als spannend? Ich stelle die Frage auch vielmal in meinen Trainings. Und Leute sagen dann, es muss spannend sein. Es muss attraktiv sein. Es muss ein bisschen Action haben. Es muss emotional sein. Und mit dieser Frage geben wir uns die Antwort, wenn wir aufpassen. Weil jeder von euch, da bin ich der Überzeugung,
kann mir sagen, was sein letzter Film war, den er geschaut hat. Oder was gerade in seiner Serie im Moment passiert. Und ich kann nicht verstehen, wir alle konsumieren tagtäglich Geschichten. Warum nutzen das Tool so wenige, wenn sie vor Leuten reden? Weil wenn wir die grossen Redner von unserer Zeit anschauen, für mich persönlich ein Steve Jobs, ein Martin Luther King oder ein Barack Obama, wenn du denen ihre Reden analysierst, dann bauen die sich nach einem Prinzip auf. Geschichte, Fazit. Geschichte, Fazit. That's it. Das ist der ganze Zauber. Und erzähl nicht irgendeine Geschichte, sondern erzähl deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte, warum dass du jetzt gerade da vorne stehst. Wir haben vielmals das Problem, dass wir das Was erklären und nicht das Warum. Golden Circle kennt jeder von euch. Wir müssen anfangen, das Warum erklären. Und jetzt mag der eine oder andere von euch vielleicht ein bisschen leer schlucken und denken, also, da geht ja dir nichts an. Also, jetzt muss ich da vorne stehen und denen irgendeine persönliche Geschichte erzählen. Kann ich verstehen. Es braucht Überwindung, es braucht Mut da vorne, persönliche Sachen zu erzählen, persönliche Geschichte zu erzählen. Aber in dem Moment, wo ich mich überwinde und eine persönliche Geschichte erzähle, in dem Moment geht es ums Publikum und nicht mehr um mich. Geschichten sind ein Riesenschlüssel. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem heutigen Vortrag. Mein Name ist Dr. Professor Müller und ich spreche heute zu Ihnen, wie wichtig das es ist, Freude bei der Arbeit zu haben. Als erstes ist es mir ganz wichtig zu sagen, es freut mich selbst irrsinnig hier zu sein. Etliche Male so gehört, und zwar genau so. Wer glaubt dem, dass der Freude hat, zum da sein? Emotionen. Die Emotionslosigkeit, dann noch gepaart mit gesprochen hinter einem Rednerpult. Rednerpult, der nichts anderes macht, als 75% von deiner rhetorischen Kraft ganz einfach zu verdecken. Das führt dazu, dass du eine riesige Distanz zwischen dir und deinem Publikum schaffst. Eine riesige Distanz. Und diese Emotionslosigkeit, dann sind wir kein Mensch. Und wir müssen Mensch sein da vorne. Ich will Menschen sehen da vorne. Menschen wie du und ich, die Stärken haben, die aber auch Schwächen haben. Und ich will die sehen. Und ganz ehrlich, wir haben in der Schweiz, in der Vortragsgemeinschaft, in der Vortragslandschaft Schweiz, haben wir ein riesen Problem. Und so aus irgendeinem komischen Grund verbindet mir Emotionslosigkeit mit Kompetenz. Das hat nichts miteinander zu tun, nichts. Aber wenn irgendeiner total emotionslos in dem Ritterpult steht und alle glatt aus dem Speech durchrutscht, denke ich mir, oh, der ist aber ein Schlauer, der weiß Bescheid. Ich habe zwar alles vergessen, sobald ich draußen bin, aber er weiß Bescheid. Und das sollte nicht das Ziel sein. Mensch sein, Emotionen zeigen. Es gibt viele Beispiele, die schwierig sind diesbezüglich, wie schon gesagt, bei uns in der Schweiz. Ich nehme jetzt eins raus. Hör mal zu. Ein alter amerikanischer Farmer hat mir einmal erzählt, seine Zuversicht für die Zukunft liege in seiner Erkenntnis, in seiner Überzeugung, dass es Saat und Ernte immer geben werden. Das Wichtigste zwischen der Saat und der Ernte, das dürfen wir aber nie vergessen, meinte er, das Wichtigste zwischen Saat und Ernte sei das Wachstum. Und dieses Wachstum sei ein wahrer Segen. Ob Wachstum vor allem Segen ist oder aber auch Frucht bedeuten kann, darüber werden wir uns heute Nachmittag intensiv miteinander auseinandersetzen. Ich habe eine Frage an Sie. Was denken Sie? Wenn ich diesen Herrn nach dem Speech beim Apero treffe, spricht der dann so mit mir?
Ich glaube es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und das ist jetzt im Fall, also nur so by the way, ich will nicht sagen, wer es ist, weil mir geht es nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen da vorne, überhaupt nicht. Aber es ist kein ungeübter Sprecher. Der redet fast tagtäglich vor Hunderten von Leuten. Der Speech war vor 600 Leuten. Und in dem Moment, wo man das macht, wo man dann dort vorne steht und plötzlich anfängt, seine Sprache zu wechseln, plötzlich anfängt, Fremdwörter, unfassbare Satzstellungen einzubauen, mache ich nichts anderes, als ich setze mir eine unglaubliche Maske auf. Das ist doch nicht authentisch. Die Person, die ich da vorne sehe, und die Person, der ich mich nachher im Apéro begegne, sollten plus minus die gleichen sein. Es ist nicht nötig, um sich zu verstellen. Es ist nicht nötig, um eben irgendwelche Fremdwörter einzubinden, nur damit man sich irgendwie schlau fühlt oder so. Mal ganz by the way zu sagen, unser Hirn muss sowieso alle komplizierte Sprache zuerst in eine einfache ersetzen. Also je einfacher, desto besser. Also Emotionen zeigen. Und das kombiniert mit dem Punkt, den ich vorher gesagt habe, mit den Geschichten. Das ist eines der stärksten rhetorischen Mittel, die dir zur Verfügung steht. Geschichten mit den richtigen Emotionen. Und da vorne Emotionen zu zeigen und Energie zu zeigen, hey, das braucht Kraft. Aber in dem Moment, wo ich mich überwinde und anfange, diese Emotionen rauszulassen und euch an diesen Emotionen teilhaben zu lassen, in dem Moment geht es um euch und nicht mehr um mich. Es geht immer ums Publikum, nie um den Sprecher. Jetzt gibt es ja bekanntlich, das weiss jeder von euch, verschiedene Menschentypen. Und es gibt jetzt, ich bin fast sicher, Menschentypen auch bei euch, in eurem Publikum, die jetzt sagen, ja, das mag ja schon sein. Aber ich brauche Beweis dafür. Also, machen wir Beweis. Und zwar gehen wir jetzt kurz auf unser Hirn ein. Wie ist denn unser Hirn gepolt? Sagen wir hier gut. Haben wir hier einen Mensch. Sieht aus wie ein Kollege von mir. Und jeder Mensch, tatsächlich, wirklich, hat ein Hirn. Und in dem Hirn von uns allen hat es so ein Ding. Und das Ding heisst das limbische System. Wie viele vorhin schon mal von dem gehört? Ja, ich erkläre es gleich. Das limbische System funktioniert eine Art wie ein Zoll. Alle Informationen, die wir aufnehmen, die müssen zuerst durch das limbische System durch. Und das limbische System, das sortiert aus. Und das limbische System sortiert nach einem Kriterium aus. Löst eine Emotion aus, kommt rein, löst keine aus, geht raus. Und das limbische System kommuniziert mit einem weiteren Teil von unserem Hirn. Und das ist die Hirnrinde. Das nennt man dann hier zwischen deinen, die Kommunikation, nennt man X-Information. Und jetzt wäre es so spannend, also das limbische System, alles was eine Emotion auslöst, gibt es weiter an die Hirnrinde und die Hirnrinde formuliert das um in eine konkrete Handlung. Wird langfristig abgeleitet und so weiter. Ich will da nicht näher ins Detail gehen. Jetzt wäre es ja spannend, um zu sehen, wie viele Informationen nehmen wir auf und wie viel kommen bei den Hirnrinden tatsächlich an. Pro Sekunde nimmt jeder von uns über all unsere Sinn, die wir haben, 50 Millionen Bits pro Sekunde auf. Also wir werden bombardiert von Informationen. Und jetzt, was denkt ihr, wie viel können tatsächlich verarbeitet werden von diesen 50 Millionen? Hat irgendjemand eine Schätzung? Oder weiss es irgendjemand? Jawohl. 50 Kilobit pro Sekunde. 50? Kilobit. Was? Also, 5 Bit? Millionen sind bei 1000, 50.000. Meine. Gut, da bin ich jetzt extrem froh, dass ich gesagt habe, Mathe ist echt nicht meine Stärke. Okay, wir haben es noch nicht. Aber schon näher dran? Jawohl, einfach reinrufen. Wir sind da unkompliziert. 1%. 1%? Okay. 0,1%.
0,1%? Okay. Bit pro Sekunde. Das sind 0,0002%. 100 Bits. Und wisst ihr, was die 100 Bits sind? Das ist unsere Aufmerksamkeit. Das heisst nichts anderes, wie dass ich da vorne muss kämpfen, damit ich an eure 100 Bits ankomme. Und das ist mein Auftrag. Und Aufmerksamkeit reagiert nach Emotionen und Energie. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Also wenn ich da vorne keine Emotionen zeige, dann macht es das unfassbar schwer für das Publikum zum Zuhören, zum Folgen können. Und wie gesagt, es geht um das Publikum, nicht um den Sprecher. Ich muss es euch einfach machen. Und das mit diesen 100 Bits, das wird immer schwerer. Ich meine, gerade in den letzten Jahren mit der ganzen Digitalisierung, wie sieht es denn aus? Wir alle haben das Handy im Sack, wir haben irgendwie eine Smartwatch oder so, das vibriert, das läutet und so weiter. Also wir befinden uns in einer permanenten Ablenkung. Und es wird immer schwieriger, um die Aufmerksamkeit zu behalten und die Aufmerksamkeit zu kanalisieren. Das geht, keine Frage. Aber es geht nicht ohne, dass wir Geschichten erzählen, Emotionen zeigen und Energie geben davon. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Thema. Und ich freue mich immer auf diesen Teil, weil ich finde es extrem ein cooles Thema. Ab und zu könnt ihr Herzkrise bekommen bei diesem Thema. Und zwar geht es um Folgendes. Ich finde es immer spannend, was passiert, wenn ich die Folien aufschalte. Weil das, was bei euch passiert, ist in dem Moment von meiner Aufmerksamkeit pff. Und ich mache das bewusst, ich baue das bewusst ein. Weil so, genau so, sehen über 90% von allen PowerPoint-Folien aus. Plus, minus. Und du wirst nie so einen krassen Kontrast sehen, wie jetzt von dem zu dem. Und du siehst mal, was passiert. Und dann gibt es noch ein paar so ganz mutige PowerPoint-Anwender, die noch so Sachen reinbringen. Lässig. Also wie sehen die PowerPoint-Folien aus? Weißer Hintergrund, schwarze Schrift, allgemein Text drauf, zu kleine Bilder, verpixelte Bilder, Diagramme mit Text, die sowieso kein Schwein lesen kann. Und was passiert? Die ganze Aufmerksamkeit von meinem Publikum geht an eine Wand. An eine Wand. Anstatt dass sie bei mir ist. Sorry, ich nehme die Folie schnell weg, weil ich komme sonst einen Herzinfarkt über. Die Stelle, wo man normalerweise rauslaufen, die noch sieht, dass 100 Folien zu Folien fällt. Absolut, absolut. Also ich hoffe, es ist klar, dass die gefaked war, die Anzahl. Also sie kommen nicht mehr so viel. He? Aber es ist genau das, was wir verhindern wollen. Wir wollen ja verhindern, dass uns die Aufmerksamkeit flöten geht. Aber mit solchen Folien machen wir nichts anderes. Und dann passiert genau das, wo, wenn wir Text auf der Folie haben, die Leute fangen an zu lesen. Und ich meine, was mache ich da vorne? Oder? Ich mache ein bisschen betreutes Lesen. Und das soll es nicht sein, das soll es wirklich nicht sein. Und jetzt wird es ziemlich ernst, aber der Grund, warum dass man den ganzen Text auf der Folie hat, ist, weil man es als persönliche Notizzettel braucht. Und dafür ist PowerPoint nicht gemacht. Das ist kein Notizzettel vom Referent. Weil viele nutzen das wirklich als Notizzettel, haben das Gefühl, oh, ich kann hier vorne frei sprechen. Nein, du hast ja den ganzen Text da vorne. Und vor allem das, was schlimm ist, bei vielen Leuten, die sagen, ich bin nervös, wenn ich vor Leuten rede. Kunststück, wenn jeder mitlesen kann, was du vergisst, wäre ich auch nervös. Ein brillanter Kommunikationstrainer aus der Schweiz, der Markus Knill, hat mir mal gesagt, Christian, kein Mensch weiß, was du nicht sagst. Aber wenn du da das Kontrollorgan aufgeschaltet hast, dann ist es natürlich relativ schwierig. Also du bindest dich selber und du machst dein Publikum schon gar nicht einfach. Ich komme nochmal auf die Folie.
Was wird jetzt die Folie sagen? Die wird so ein bisschen Do's und Don'ts von freier Sprechen, von PowerPoint aufzeigen. Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt probieren wir da mal einen anderen Ansatz. Schaffen wir mal mit so etwas. Mit einem grossen Bild, mit einem ruhigen Bild. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie stehen zwei Schritte von dem Mikrofon entfernt. Und Sie wissen, in einer Minute muss ich an das Mikrofon treten und die 100 Leute, die vor mir sitzen, von meiner Idee überzeugen. Und Sie merken langsam die schweissnassen Hände und das A4-Papier, das Sie umklammern, das wälzt sich langsam, der Puls da oben, und es schaltet sich nur noch ein Instinkt, und das ist Flucht. Einfach nur noch raus. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen könnte, dass Sie mit der richtigen Einstellung und mit den richtigen Tools total relaxed könnt ihr das Mikrofon antreten. Merkst du, was jetzt passiert? Es ist doch eine andere Stimmung, die hier herrscht. Es ist ein ruhiges Bild verwendet mit einer Geschichte und mit Emotionen. Ist viel, viel wirkungsstark. Was ist PowerPoint? PowerPoint ist ein Präsentationshilfsmittel. Hilf. Nicht Mittel, Hilf. Und so müssen wir das verwenden. PowerPoint kann uns extrem helfen da vorne, wenn wir es richtig einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, stellt euch alle mal einen Drachen vor. Wer hat jetzt ein fürspeiende grüne Ding im Kopf gehabt? Wie? Rot. Rot, okay, rot. Rot ist auch okay. Blau ist auch okay. Vielen Dank. Was aber? Wenn ich das im Kopf gehabt. Klar, ist ein naheliegendes Beispiel, wenn wir nicht darüber diskutieren. Aber jetzt gibt es natürlich Leute, oder kannst du natürlich sagen, ja, aber spätestens wenn du irgendwie etwas anfängst zu erzählen, dann weiss ich, dass der Drache gemeint ist, der Papierdrache, der Flügel lässt und nicht der Drache, der fürspeit. Aber was passiert in deinem Hirn? Sobald das Hirn das merkt, muss das wieder umrechnen. Und das kostet mich wieder von diesen 100 Bits. Und wenn ich das Bild, das ich im Kopf habe, dafür setzen, kann sich mein Publikum viel besser darauf konzentrieren, was ich zu dem Bild zu sagen habe. Und wir haben dann auch gewisse Menschentypen, die sich zum Teil brutal in so einem Bild verlieren können. Wenn du denkst, da vorne sagst, stell dir da einen Drachen vor, dann sagst du, okay, was hat sich da für Farben drin? Dann sagst du irgendwo, oh, fliegt der gerade irgendwo im Himmel und mit irgendwelchen Vögeln und so. Und die, ja, die schalten dann irgendwo, die sind im Standby-Modus, die kannst du dann in 20 Minuten wieder abholen, geistig. Und das soll ja nicht das Ziel sein. Weil da, wo mein Auftrag ist da vorne, alles da, was ich sage, wird bei euch